Ich habe da angefangen, es war eine sparsame Zeit, würde man sagen. Ne? Ich habe mit einem Monatsgehalt von 300 Mark angefangen. Das waren damals D-Mark. Ne? Also da haben sie nichts gekriegt, nicht einmal eine Schachtel Zigaretten. Aber naja, eine große Hilfe für die Sportler. Und ich habe dann 2 Jahre im schwäbischen Fürstberg gespielt, nur wegen der Naturalien. Ne, man hat es Säckel mitbringen und als Sportler hat er das ausgenutzt. Da bin ich mit der Bobfut Mehl heimgekommen, ein bisschen Butter, ein paar Eier habe ich gekriegt, dann habe ich Fußball gespielt da dort. Ne. Also das war eine kleine Hilfe. Und die Sportvereine haben auch ein bisschen Mäzene gehabt, ne. Nicht wenig in der Stadt, also auf dem Land. Der Metzger von dem Ort war vielleicht ein Fußballfan und so hat man sich eigentlich bis zur Währungsreform schon durchgeschlagen. Man hat diese Vorteile gehabt und dann auch ausnützen müssen. Ne? Man hatte also damals schon von seinem Sport oder als Sportler, von dem, was man getan hat, auch leben können. Ja, leben können, ja, man hat schon einen Beruf haben müssen. Aber man hat dann, sagen wir, mehr Vorteile gehabt als ein gewöhnlicher. Ja, der Otto Normalverbraucher, also in der Beziehung hat man dann sich schon helfen können. Ich meine, man hat ja Kraft braucht, ne? Wenn ich gescheites Essen gehabt habe, habe ich auch nicht 1,5 Stunden rennen können im Fußball, das ist ganz klar.